Leute, Ayo sieht ein bisschen anders aus. Ich habe versucht, mein Bestes zu geben, aber ich finde, es ist 10 von 10 geworden. Warte. Seid ehrlich, der ist King, oder? Guck mal, diese Latzhose. Bruder, diese Latzhose ist einfach mit Seil befestigt. Guck mal. Guck mal, das platzt gleich hinten auf, Bruder. Wie gesagt, Leute, wir müssen ein bisschen uns langsam hier rantasten. Das ist nicht hier so wie bei GTA, ne? Das ist ein bisschen so... Wir müssen schon gucken, dass wir so ein bisschen auch Zeit... zu der Zeit so ein bisschen uns auch artikulieren. Also nicht die ganze Zeit Digga und weiß ich nicht was, ne? Ich glaube, das wird am schwersten für Batzi, dass er nicht die Haarbombe droppt. Digga, kann ich mich da nicht hinsetzen? Ey, das ist voll weird, Digga. Stell dir vor, dass so eine Frau, die macht nachts Musik, Bruder. Und dann stellt sich einfach so ein Ayo dahin, der raucht einfach Pfeife und guckt die so an. Das ist echt viel. Ich schwöre, Bruder, ich finde Red Dead RP eigentlich richtig krass so. Ich finde das sogar die Funktion eigentlich und so. Eigentlich von den Funktionen her ist es sogar krasser als GTA 5. Es ist wirklich krasser als GTA 5. Du glaubst es nicht? Natürlich, Bruder, da brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Entweder zum Sitzen oder du hast hier so 1000 Sachen, Bruder. Dann wählst du einfach irgendwas aus. Der Server wird in einer Minute neu gestartet. Er sieht halt wirklich. Er sieht echt mehr aus wie Ayo als Ayo und GTA. Das ist so krass. Ja, Mann. Ist es hier Original Tag und Nacht? Also Ding? Ey, das sieht so komisch aus. Ey, das kannst du doch echt keinem erzählen. Nein, der arme Esel, Bruder. Digga, der leidet doch komplett. Oh, 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 oh. Was hältst du davon? Hä? Was macht denn Edis da, Bruder? Der sieht ja jetzt... Adi, Partner. Hä? Warum sieht der genauso aus wie in Real Life, Bruder? Das macht gar keinen Sinn. Guten Abend, Herr Ackermann. Wie geht's Ihnen, Ayo? Alles gut soweit. Sie haben lange auf sich warten lassen. Was soll ich machen? Dieser Gaul ist nicht mehr das, was es einmal war. So ziehe fort und komme nicht wieder her. Oh, tut mir leid. Was soll das? Sind Sie verrückt? Es tut mir leid. Ob Sie verrückt sind? Es tut mir wirklich leid. Moment. Hey. Es reicht! Es tut mir wirklich leid, Sir. Lassen Sie mich in Ruhe, Herr Ackermann. Das ist nicht das erste Mal. Der hat Schläge seines Lebens bekommen. Vor allem, ich sehe voll lieb aus. Ich sehe voll nett aus. Ich sehe aus wie so jemand, der keinem was antut, Bruder. Aber es ist voll der ekelhafte Hund. Hä? Warum liegst du da? Warum bist du? Oha! Hä? Hallo? Herr Ackermann? Herr Ackermann? Herr Ackermann, was ist denn mit Ihnen? Geht's Ihnen gut? Oh! Ey, was ist das? Oh nein! Warte, ey, es tut mir leid! Herr Ackermann, alles gut? Herr Ackermann, wo soll ich Sie ablegen? Ich lieg's. Mir super leid. Ich leg sie jetzt hier ab. Aus den Augen, aus den Sinn, würde ich sagen. Damn, look at that bat! Oh nein. Ich habe Angst, die andere Spieler zu treffen. Sir. Guten Abend. Haben Sie hier geklingelt, Sir?
Ja, ich war das. Das ist so richtig. Was können wir denn für Sie tun, Sir? Ich habe eine Leiche gefunden. Eine Leiche, Sir? Genau. Das ist nichts Gutes. Hol, gehen Sie mir her. Natürlich. Die liegt da in die Busch drin. Ja, ja. Busch, Sir. Ah. Oh. Oh. Oh, das ist, Und Sie haben damit nichts zu tun, Sir? Ich habe mit diesem Geschehen nichts zu tun, Sir. Gar nichts. Dürfte ich mir trotzdem Ihren Namen notieren, Sir? Natürlich. Ach, ein Mist. Alles gut da hinten? Ich glaube, dieses Pferd müssen wir gleich Gulasch machen. Das ist kein Problem. Richtig viel Gulasch, ey. Mein Gott. Oh, mein Name ist Ayudel Oleke. Ich benötige Ihr offizielles Dokument, Sir. Alles klar, dann geben Sie mir kurz eine Minute. Scheiße. Ich schätze, ich habe meine Dokumente noch. Ich reite mal eben vor zum Mediziner. Ich bin gleich da, ja. Verzeihen Sie noch einmal, Sir. Eine Sekunde. Das müsste der sein. Oh ja, das sieht gut aus. Wunderbar, Sir. Dann danke ich für die Meldung. Und wenn etwas ist, melden wir uns, ja. Ich bedanke mich, Sir. Haben Sie einen schönen Abend. Das wünsche ich Ihnen auch. Machen Sie es gut. Super, Edis. 10 Stunden hier hingeritten. Alles gibt's. Schön. Weil er vom Pferd auseinandergenommen wurde. Das ist schon geil, Digga, oder? Digga, es waren gerade wirklich sehr, sehr lustige 10 Minuten. Ich geh mal rein. Bevor mich hier noch mehr Leute ansprechen. Hola, der Herr. Einen wunderschönen guten Abend. Hola. Kann ich Ihnen behilflich sein? No. Ich wollte ins Theater. Was machen Sie hier? Mein Weg führt genauso ins Theater. Folgen Sie mir. Sie. Ich komme sofort nach. Was ist denn jetzt los? Warum kommen denn da so viele Leute jetzt auf einmal? Ich hab hier noch Schlüssel. Boah, das ist ja genau wie bei GTA mit dem Sound. Oh, meine Schlüssel gehen noch. Hast du den hier abgegeben gehabt? Nö. Nee. Ja, super. Ich hoffe, Elena kriegt das eventuell. Immer noch sehr sauber, das Theater. Grüßen Sie sich. Die Vorstellung beginnt gleich. Ach, beginnt sie gleich? Okay. Aber natürlich doch. Dann setzen wir uns hin. Die wöchentliche Nachtvorstellung. Na, dann bin ich ja mal gespannt. Schön. Wer sind Sie denn, der Herr, wenn ich Kommt fragen darf? Wieder? Ja, alles gut. Mein Name ist Oleke, wissen Sie? Oleke? Genau. Aber Sie sind nicht Schmajo? Bitte? Ich kenne einen Schmajo. Nee. Ich bin nicht Schmajo, ich bin Ayo. Ayo. Wussten Sie, dass hier eine Vorstellung ist, oder? Nein. Sind Sie zufällig hier? Wir sind zufällig hier, weil meine Senora wollte das Theater besichtigen. Schön. Und wir haben heute gehört, dass die Türen quasi offen sind. Das ist eine wundervolle Vorstellung hier. Sie werden Gänsehaut haben, am ganzen Körper. Guten Abend, Ladies and Gentlemen. Guten Abend. Guten Abend. Wie finden Sie das Ganze hier? Herr Ackermann, guten Abend. Guten Abend, haben Sir. Haben Sie sich erholt von Ihrem kleinen Sturz eben? Ich war gerade beim Mediziner und er hat mir Blätter sind aus verschiedenen Stellen aus meinen Körperöffnungen rausgekommen. Wissen Sie irgendwas, Sir? Also, leider nicht. Bin ich im Gebüsch gelandet oder irgendwo, wo... Ich kann mich an nichts mehr erinnern, Sir. Mir ist nichts bewusst. Ich habe nur die Sheriffs hinzugezogen. Polizei! Schon fast reingegangen. Haben Sie vielleicht eine Gehirnerschütterung oder so? Nee, das ist naturell tatsächlich bei dem Herrn Ackermann. Ja, das ist... Oh ja, verstehe. Mein Vater war ein Bär. Das muss doch ein Bruder von... Wie bist du? Ein Bär? Also... In der osmanischen Zeit nannte man meinen Vater oft... In der osmanischen Zeit? Ayo. Hä? Osmanen? Ja, osmanische... Es geht los, bitte. Bitte Ruhe im Saal. Ruhe im Saal, bitte. Oh, es fängt an. Oh mein Gott, Pock, es geht los! Wow! Ich bin so aufgeregt, Herr Ackermann, das ist mein erstes Mal. Ja, ich bin auch aufgeregt, dass ich mich vor Freude nicht mal setzen kann, irgendwie. Oh, hör! Wow! Habt ihr das gesehen, Chat?
Wow! Oh. Oh nein! Nein, bitte! Wundervoll! Ey, was geht da ab? Oha! Wow! Woher kommt der denn? Was ist der denn, Bruder? Da wird doch der Gaul in der Pfanne verrückt. Oha, wie viele kommen denn noch daraus? Woher kommt's? Was ist denn jetzt los? Oha! Not like that, you're not. I give up. Amateurs. Was für Toss, Mann, das ist Red Dead Redemption, Leute. Was redet ihr da? Komm schon. Das gehört zum Spiel. Komm schon. Was redet ihr da? Die hält doch noch alles fest, ist doch noch alles sicher. Entspannt euch doch, die hält doch noch alles gut fest. Das war unglaublich. Das war unglaublich. Herr Ackermann. Ja, Sir. Und wie hat's Ihnen gefallen? Das war's wohl. Es war oh, es geht weiter. Halten Sie los. Es geht weiter. Wollen Sie sich hinsetzen, Herr Ackermann? Setzen Sie sich doch neben mich. Nein, Sir, Sie haben den Stuhl vollgeschissen. Das riecht man bis hierher. Oh. Was ist denn jetzt los? So, jetzt stellt euch vor, ich moderiere die ganzen Shows an und jemand öffnet immer genau nach meiner Moderation die ganzen, also diese Vorhänge. Wie geil das wäre, Digga. Wenn man so ein richtiges Event plant, dann. Aber muss man halt RP-technisch irgendwie hinbekommen, dass alles funktioniert. Wow. Wunderschön. Wunderschön. Herr Odele. Jawohl. Hätten Sie Lust auf ein kühles Blondes? Ich hätte eher Lust auf zwei kühle Blonde. Okay. Ja, dann nichts wie auf in die Bar. Ich meine in die Kneipe. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Ja, wohin mit euch? Wollen Sie mitkommen? Ich zahle. Wie du zahlst. Kommen Sie mit. Mein Cousin hat einen Bauernhof. Wisst ihr, was ich auch krass finde? Jeder Charakter ist so individuell hier, weil du die Charakter, weil die Charaktererstellung so krass ist. Guck mal, wie klein, groß, dick, dünn. Es ist so krass gemacht einfach. Was hab ich gerade gehört von dir? Jawohl. Was haben Sie denn gehört, Sir? Haben Sie da Probleme? Du hast irgendwelche Wörter aus dir gegeben. Irgendwas mit Bock. Das Theater? Ich fände das Theater tatsächlich... Das war wohl nicht an mich gerichtet, oder? Das war nicht an Sie gerichtet, Sir. Warten Sie mal kurz, natürlich. Ich verstehe Sie ganz schlecht. Dann kommen Sie kurz... natürlich würde ich Sie niemals beleidigen, Sir. Ich muss sagen, das Theater war wundervoll. Es ist eine Erfahrung, die ich so schnell nicht mehr vergessen werde. Ja, ich gedenke tatsächlich, das Theater aufzukaufen. Genug Geld habe ich ja. Sind Sie Schauspieler? Ja. Wirklich? Ist das so? Richtig. What? Haben Sie denn selber schauspielerische Begabungen? Natürlich. Ich habe damals in... ich das erklären? Es ist mir ein bisschen unangenehm, das zu erklären. Ich höre. Wie war das nochmal? Sie haben genug Geld, um das Theater aufzukaufen? Wie meinen Sie? Sie meinten doch eben, Sie haben genug Geld... Das ist nicht so... Um das... Hier. Die Erde ja, aufzukommen. Ich möchte Sie auch hier nicht wieder antreffen, Sir. Mich? Was war jetzt genau nochmal Ihre Frage? Ob Sie schauspielerisch begabt sind, Sir? Natürlich bin ich das. Ach ja, ist das so? Ja, Sie sehen auch so aus. Vielen Dank, Sir. Wir wollten Ihnen nur helfen und auf einmal waren Sie weg, Sir. Und Ihr Kollege? Das ist der Herr Ackermann. Der ist auch Schauspieler. Ich wünsche Ihnen auch. Der Sohn eines Bären war das, ne? Das ist der Sohn eines Bären, genau. Das ist bestimmt. Bei uns sagt man oft der Sohn eines Josh. Ah, sind Sie selber Osmane? Ja, genau. Aus ordentlich. Ich und der Herr Ackermann, wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Seit Kindheit an. Kennen Sie den Coleman? Nee, den kenne ich leider nicht.
Naja, um zurückzukommen zu dem Schauspielthema. Ich war mit dem Herrn Ackermann damals tatsächlich in einer sogenannten Schauspielschule. Macht das Sinn? Mhm. Und wie soll ich sagen? Sie sind nicht. Wir wurden rausgeworfen. Deswegen war mir das sehr unangenehm, das eben zu sagen. Aber. Ein Moment, der Herr, ein Moment. Wir sehen uns in der Kneipe. Entschuldigen Sie mal bitte, das ist mein Kutsche. Ach, wirklich? Ja, wo, Sir. Wie heißt das Pferd? Nun gut, ich hab es. Sie gehört mein Fahrer, aber. Steht hier irgendwo Ihr Name? Haben Sie irgendwelche Papiere, dass es Ihr Pferd ist? So, schönen Abend noch, ja? Eine Frechheit. Ja, Sir. Ich glaube, mir wird schlecht. Nein, nein, Sir, bitte. Nein, Sir. Ich hab. Entschuldigen Sie mich. Soll ich hier stehen bleiben, Sir? Fahren Sie langsam. Ja, okay. Noch wie? Noch langsamer? Dann können wir ja gleich laufen. Ja, das ist meine Lieblingsbar. Hot Food, Bourbon, Poker und Liqueurs. Bitte? Hier steht's. Liqueurs, Sir. Achso. Sie meinen Liqueurs. Liqueurs, genau, richtig. Genau, Liqueurs. Der Barbesitzer ist ein Franzose. Ich kenne ihn noch von der französischen Revolution. Das macht gar keinen Sinn! Das macht gar keinen Sinn, du Idiot! Das macht gar keinen Sinn! Der hat komplett die Zeiten vertauscht, Bruder! Er ist ganz weit vorne schon! Boots and Shoes, School Supplies, sag euch ehrlich, Candies, ein super Laden. Eben als ich vor der Frau stand. Wäre nur nicht immer geschlossen und wäre der Verkäufer nicht ein Bock. Wohl wahr. Eben als ich, eben als ich vor der Frau stand, ich habe kein Wort rausbekommen, weil ich wusste nicht, ob es das schon gab, also ob es schon Schauspielschulen gab damals. Deswegen habe ich am Anfang so... Geht's Ihren Morgen besser, geredet, kann ich etwas weil ich schneller hab keine reiten. Ahnung. Sie können jetzt etwas schneller. Das war wundervoll. Dieses Schauspielstück, das ist irgendwie in meinem Kopf geblieben. Es war wunderschön. Das Theaterstück es war sehr schön. Sehr schön. Schauen Sie, Sir. Haben Sie schon mal so ein... Oh mein Gott, ich schwitze. Schauen Sie, Sir. Ja, wirklich. Ich habe noch irgendwie Schmerzen von dem Tritt von dem Goal. Haben Sie schon mal so eine schöne Gasse gesehen, Sir? Wow. Es sieht wundervoll aus, aber auch bedrohlich auf der anderen Seite. Ja, Sir. Alles klar, gehen wir zur Kneipe. Wenn ich nur wüsste, wo diese Kneipe ist. Naja, Herr Ackermann, Sie sind ja auch schon sage und schreibe... Game Crash. Ey, Bruder, ich kann nicht mehr.